Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Break Story. Ich bin hier gerade irgendwo im Nirgendwo, aber es ist ein so freudiger Moment, dass ich ein Video darüber machen muss. Und zwar, schaut euch das an. Fan Vote. Help to choose the one of the next Ultimate Collector Series Star Wars Lego Sets. Lego lässt uns mitbestimmen, welches Set wir als nächstes UCS-Set haben wollen. Beziehungsweise vielleicht ist es sogar noch nicht mal das nächste, sondern das übernächste. Das können wir ja jetzt noch gar nicht so genau wissen. Hier steht One. Das heißt, das weiß man noch nicht so genau. Aber irgendein Lego Star Wars UCS-Set in Zukunft wird auf unseren Entscheidungen beruhen. Ihr könnt hier jetzt bei Lego Ideas voten, welches Star Wars-Set ihr gerne haben möchtet. Und zur Auswahl stehen drei Sets, von denen ich etwas überrascht bin, dass es diese Sets sind. Aber wir werden es jetzt einfach mal durchgehen. Ich verlinke das natürlich alles nochmal unten in der Infobeschreibung. Und wir fangen direkt an. Als erstes könnt ihr euch für die Nebulon B-Fregatte entscheiden aus dem sechsten Star Wars Film. Also seht ihr hier, das ist die Nebulon B Escort Frigate. Das ist das klassische Bild, das nimmt, glaube ich, jeder, der irgendwie die Nebulon B-Fregatte abbilden möchte. Das ist ein schönes Teil. Das ist, glaube ich, eins der meist gewollten UCS-Sets überhaupt. Ich hatte es ja auch schon relativ oft in irgendwelchen Videos von mir vor. Und ich würde es auf jeden Fall direkt kaufen. Das Ding ist, wir wissen leider nicht, was für einen Preis das Set dann haben wird. Und von diesem Preis würde ich eigentlich auch abhängig machen, welches Set ich gerne haben möchte. Denn wenn die Nebulon B-Fregatte für 200 Euro rauskommt, ist es, glaube ich, ein bisschen klein. Ich glaube aber auch, für 200 Euro ist es das einzige Set, was wirklich Sinn macht. Denn sowas halt so in so einem Micro-Scale-Maßstab, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also hier, das kann ja eigentlich nicht, also erstmal natürlich nicht im Minifiguren-Maßstab und ich denke auch nicht so in dem Maßstab, zum Beispiel den Sternzerstörer oder ähnliche Sachen. Ich rechne damit sowas, bei sowas mit 2000 Teilen, vielleicht 2000 kleine Teile. Größer wird es, glaube ich, eher instabil und dann werden halt die Stützen wieder hässlich und so weiter. Von daher 200 Euro, also es ist ja immer so, im Mai kommt meistens ein 200 Euro Set raus und dann im September, Oktober kommt nochmal ein etwas größeres Set raus, also entweder so ein großes UCS Set wie zum Beispiel der Sternenzerstörer oder der Millennium Falcon. Da würde ich, also ich gehe davon aus, dass sich hier um das 200 Euro Set handelt. Dann weiter geht es mit dem TIE Bomber aus Star Wars Episode 5. Ganz ehrlich, also, das glaube ich nicht, dass der gemacht wird. Also, der kommt auch nur ganz, ganz kurz vor. Das könnte man mal wieder super als so ein Playset herausbringen. Gab ja auch schon bei zum Beispiel Rogue One damals so Gerüchte, dass der TIE Bomber nochmal zurückkommt. Es ist auch einfach ein cooles Schiff. Also, früher hatte der hier, es gab ihn schon einmal als Lego-Version, da hatte der hier so einen federgeladenen Shooter mitten in der Mitte drin. Falls ihr das Set noch nicht kennt, ich habe auch schon ein Video zu den Episode 5 Sets gemacht, da seht ihr das nochmal genauer. Jedenfalls war da so ein federgeladener Shooter mit dabei, der dann so alles zerstört hat mit dem Bomber. Das wäre vielleicht nochmal ganz cool. An sich ist ja halt auch mal ein weiterer TIE Fighter. Denke ich jetzt nicht, dass da irgendjemand so großes Interesse daran hat. Da würde sich, denke ich mal, eher ein Remake von Darth Vader's TIE Advanced Prototype mehr anbieten. Rechne ich null mit, dass das erstmal gewählt wird und dass es dann auch noch umgesetzt wird. Was ich auch noch nicht mit rechne, dass es umgesetzt wird, ist das Republic Gunship. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dieses Ding, also das macht keinen Sinn, das als UCS-Set zu machen. Also hier steht ja explizit drüber, The New Ultimate Collector Series Star Wars Set. Ein Gunship ist was, was im Minifiguren-Maßstab ist. Ein Gunship ist was, mit dem man spielt. Die Prequels sind, glaube ich, nicht so die Filme, die Leute gucken, die sich solche UCS-Sets ins Regal stellen. Und wenn das jetzt ein UCS-Set wäre, dann müsste das für mich, damit es zufriedenstellend wäre, auf jeden Fall so eine Kombination aus UCS-Set und halt einem Playset sein. Mit dem, also das muss dann stabil wie nichts anderes sein. Ich glaube, den Kompromiss zwischen stabil und dann halt Bespiel und halt UCS-Set zu machen, das ist schwierig. Und vor allen Dingen, also, entweder man zahlt für ein UCS-Set oder man zahlt für ein Spielset. Das ist so meine Meinung. Ausnahme ist da vielleicht der T-Rex von Jurassic World. Ich bin gespannt. Ich denke nicht, dass das als UCS-Set werden würde. Und da wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, weil es braucht kein UCS-Set zu sein. Also jeder Clone Wars-Fan ist auch zufrieden, wenn es einfach nur ein Playset ist. Und außerdem Gunship, das muss immer noch mit irgendwas anderem kommen. Also einfach nur ein Gunship zu einer Clone Wars-Reihe, da muss eine ganze Welle von Clone Wars-Sets kommen. Also
Und ich meine, da brauchen sie auch nicht zu sparen. Ich meine, wir hatten jetzt hier Lego-Movie, wir hatten den Jago-Movie, wo ultra viele Sets rausgekommen sind. Da können sie jetzt auch nochmal richtig was für Clone Wars raushauen. Plus noch ein AT-TE hierzu, plus noch ein Venator dazu, plus vielleicht noch ein Dropship mit AT-OT. Also wenn es ein UCS-Set wird, dann wird es wahrscheinlich sowas wie so ein Star Wars-Ding. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das als mit Ständer kommt und sowas. Würde ich natürlich kaufen, keine Frage, aber. Nee, rechne ich nicht mit. Ich rechne fest mit der Nebulon B-Fregatte und das finde ich klasse, denn das wäre endlich mal wieder was Neues. Das wäre was, was wir noch nie gesehen haben. Das wäre was Erfrischendes, wäre ich richtig zufrieden mit. Und ich gehe auch davon aus, dass es bei den meisten gewotet wird. Also wenn ihr gerade bei Telegram schon abgestimmt habt, dann werdet ihr sehen, dass aktuell das Gunship noch vorne ist. Denke ich aber auch, dass da viele Clone Wars-Fans tatsächlich mit dabei sind, dass die breite Masse eher so eine Star Wars, ja, klassische Star Wars-Fangruppe ist. Und damit wäre es soweit für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Stimmt gerne ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Ihr habt vorhin gesehen, ich werde am 4. Mai oder 3. Mai oder 2. Mai, je nachdem, wann das in den VIP-Vorverkauf geht, sofort dahin fahren und es kaufen. Da ist überhaupt gar keine Diskussion. Schönen Tag. Ciao.